So, da bin ich hoffentlich wieder. Irgendwie hat sich der Pegel meines Mikrofons schon wieder verstellt. Werdet ihr wahrscheinlich gemerkt haben. Schneller als ich. Ich hoffe jetzt aber einfach mal, dass alles so bleibt, wie es ist. Wahrscheinlich, als ich das Missionsloch geschlossen habe. Ich sollte auf jeden Fall, wenn ich einen Wachturm baue, daneben ein Zweifamilienhaus hinsetzen und zwei Bogenschützen in dem Haus einquartieren. Okay, hier wäre noch mehr Wald. So, du deckst jetzt aber mal hier auf. Du isst hier. Ja, und sobald die Schule fertig ist, weisen wir mal neue Aufgaben zu. Ah, der Weizen kommt. Nee, halt, wir müssen warten, bis der Bauernhof fertig ist. Ja, hier so um den Bauernhof herum haben sie auf jeden Fall genug Fläche. Und gut, der Obstbaum kann dann ruhig weichen. Hier wäre schön viel Stein, wenn wir es brauchen würden. Und sogar Eisenerz. Könnte ich hier abbauen. Ja, Lebenssammler, Eisenschürfer wäre alles hier. Haben wir noch genug Leder und Holz? Ja, haben wir auf jeden Fall, um den Bauernhof noch zu bauen, bevor wir da die Berufe zuweisen müssen. So, Schule ist fertig. Das heißt, sie marschieren jetzt alle und bauen den Bauernhof. Also ja, definitiv, wenn wir an Eisenerz ran wollen würden, müssten wir dahin. Da hast du nochmal was zum Schnabulieren. Ich muss mich übrigens auch umschauen, wo es hier Pilze gibt. Okay. Wir haben Liberty Island entdeckt. Das ist auch schön. Du wirst gleich mal Holzfäller. Kannst an dem Holzfällerzelt auch arbeiten. Du hältst ein Nickerchen, das ist auch okay. Ah, hier gibt's Pilze, gut. Für was wir die später brauchen, ist eine andere Sache. Ja, Pilzsammler. Farmer Pilzsammler. Ja. Und ja, ich versuche meine Nahrungsproduktion vielleicht hier zu konzentrieren und nicht hier drüben. Was auch immer Olaf hier da macht. So, wo ist jetzt unser Holzfäller? Da. Du kriegst den Arbeitsplatz, weil wir brauchen Holz.
Und da wäre noch Nahrung. Also ja, wenn wir Holz brauchen würden. Könnten wir es hier drüben kriegen. Hier könnten wir Holz und Stein kriegen. Und hier Lehm. Ja, will. Ja. Und du erreichst deinen Arbeitsplatz nicht. Okay, dann schicke ich dich einfach mal zu Fuß zurück. Du hast es nämlich auch ziemlich weit vom Schuss geschafft irgendwie. Gut, dann könnte ich Holz und Holz, Eisen, Stein hier oben hin verlegen. Jedenfalls, wenn der Stein hier aufgebraucht werden sollte. Hier auf die Landzunge könnte ich dann den Töpfer hinsetzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, lösen. Weil der Lehm da, der reicht einwandfrei für eine Töpferei und einen... Ja, Lehmarbeiter. Das Stein, was hier oben ist, sollte eigentlich auch mehr als ausreichend sein. So, ich habe 4 Bauarbeiter. 2 davon muss ich jetzt dann noch umstrukturieren. Jäger. Olaf, unser Jäger. Oder Olof. Und du wirst unser erster Farmer. Du gehst mal dahin und versuchst den Strich da irgendwie wegzumachen, damit der mich nicht mehr so sehr nervt. Das hier wird von meinem Hauptlager eigentlich sehr gut abgedeckt als Schutz. Also sollte ich da den Wachturm hier irgendwo hinbauen, um die Seite zu schützen. So viele Angreifer werden wir ja hoffentlich auch nicht bekommen. So, alle sind bei der Arbeit, die bei der Arbeit sein sollten. Ich gehe jetzt noch ein Stück weit das Inland ab. Er kann hier nochmal ordentlich reinhauen beim Essen. Aber viel weiter brauche ich mich eigentlich nicht umsehen. Ich sollte mich hier oben in dem Bereich noch ein bisschen umsehen. Zum Glück gibt es ja in Kalchos keinen Kriegsnebel, der mir Probleme machen könnte. Dass sich der Gegner irgendwie anschleicht und ich es nicht mitkriege. Im Augenblick habe ich 13 Einwohner, also brauche ich noch 17. Das ist so etwas, das wir langsam erledigen werden. Ich glaube, nachher werden wir den Holzfäller nach da drüben verschieben in das Gebiet. Genauso, ja, den Jäger sollten wir auch hier rüber verschieben. Ja. Oh, Indianer. Die Gelbmesser. Ogawalla. Gelbmesser. Friede und Freundschaft verbindet uns.
Dass sie so nah hier dran sind, könnte problematisch werden. Ja, heiratet ihr beiden ruhig mal. Bjorni können wir immer gut gebrauchen. Oh, er hat den Farmer erfunden. Gut. Gut, gut. Das heißt, wir können jetzt hier eine Obstfarm errichten. Oh, einen Lebenssammler bräuchten wir eigentlich auch noch, theoretisch. Er ist müde, dann soll er... Oh, er ist hungrig. Ja, schlaf mal schneller. Wäre nicht so toll, wenn der mir jetzt hier den Löffel abgeben würde. Jo. Ja gut, sobald der Obstgarten steht, kann ich die beiden auch mal umswitchen. So, Werkzeugschreiner. Oh, er hat es gerade noch so überlebt, hä? Okay. Aber ja, dass da die Indianer gleich sind. Und hier einen hübschen Tempel haben. Ach, wir haben die Freiheitsstatue, das passt schon. Du hast Hunger. Du hast auch Hunger. Ja, hier gibt es zum Glück noch ein paar Beeren. Okay, dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen weiter um. Vor allem, wie die Indianer hier noch so verteilt sind. Also ja, ein Verteidigungsturm wird auf jeden Fall mehr als nötig werden. Wenn wir hier die Nachbarn so nah dran haben. Und uns hier noch ausbreiten wollen, vor allem ans Eisenerz wollen. So, sogar Gold ist hier. Ah. Ja, Gelbmesser. Ja. Komm, geht zurück. Wo ist der andere? Der ist da. Ja, ich weiß, dass das Lehmarbeiterzelt schon eine Weile leer steht. Na, das Kaninchen hast du aber nicht sonderlich gut erwischt.
Also unser Jäger ist heute etwas inkompetent, muss ich sagen. Da ist Nahrung, verleibt ihr die mal ein. Und ja, es ist gerade echt blöd, dass unsere Bauarbeiter so weit von unserer Siedlung entfernen.